Das Bewusstsein. Ein von mir selbst immer wieder verwendeter Begriff will hier ebenfalls seine Erklärung bekommen. Grundsätzlich gilt es, die Dreiheit des Begriffes im Verständnis zu haben. Da ist zunächst das, was als das operative Bewusstsein gemeint ist. Schon in der Bezogenheit zum Thema Seele habe ich diesen Begriff aufgegriffen. Bewusstsein ist grundsätzlich eine Ebene, die bis in die letzte Gott-Urquelle reicht. Sie hält im Wesentlichen jene Göttlichkeit, die sowohl als aktive wie als passive Wirklichkeit existiert. Es sei hier kurz angemerkt, dass nicht nur der Mensch über Bewusstsein verfügt. Die Gott-Urquelle ist das Bewusstsein schlechthin. Es ist die eigentliche Wirklichkeit. Als Bewusstsein ist die Gott-Urquelle auf der anderen Seite, auf der imaginären Realität präsent. Über die Quelldreiheit tritt die Gott-Urquelle als Bewusstseinszentrum für diesen kosmischen Tag auf diese Seite. Über die vier heiligen Äther dreht sich Bewusstsein nach außen in diese konkrete Schöpfung und als Bewusstseinsträger treten die 24 Ältesten, die Throne, in die Schöpferrolle für diesen kosmischen Tag. Über die Hierarchie der geistigen Reiche artikuliert sich göttliches Quellbewusstsein als individualisierte Realität bis in die Seelenebene. Als solche treten sie in dieser Schöpfung als die individualisierten Fraktale der göttlichen Quelle in ihre Realität. Als solches hält sich göttliches Quellbewusstsein selbstverständlich auch als Essenz der gefallenen Geistwesen. In der Nachschöpfung der materiellen Formenwelt wird Bewusstsein in die größte Verdichtung geführt und ist somit als Essenz in jedem Atom präsent. Deutschland. Deutschland. Deuten. Hoheit. Deutungs. Hoheit. Das Land. Der Dichter. Der dichten Denker. Jetzt ist es endlich soweit. Das Land der dichten Denker. In der atomarstofflichen Welt ist Bewusstsein bereits auf die passive Begrenztheit in ihrer schöpferischen Wirkung reduziert. Aktiv kann der reduzierte Wirkbereich von Bewusstsein in der atomarstofflichen Welt nur noch nach den inzwischen bekannten chemischen Gesetzen agieren. Trotzdem bleibt Bewusstsein erhalten und besitzt die Fähigkeit, mit aktiv schöpferischem Bewusstsein zu reflektieren. Weil menschliche Wesen über aktives Bewusstsein verfügen, kann auf der menschlichen Ebene mit diesem geheimen Schatz kommuniziert werden. Alle mythischen Völker hatten diese Fähigkeit noch in Anwendung. Die letzten, die uns noch real davon als Volk Kunde gegeben haben, sind die Aborigines auf Australien. Dass einzelne menschliche Individuen solche Fähigkeiten auch in unserer Kultur aufrechthalten, ist nichts Außerordentliches, es ist vielmehr etwas Normales.
Abnormal ist leider jene Situation, dass der Mensch mit diesem Schatz nicht mehr kommunizieren kann, wie dies kollektiv insbesondere in der patriarchalen, zivilisatorischen Epoche heute Realität ist. Einmal tief in die Bewusstlosigkeit abgetaucht, ist es schwierig, während der laufenden Inkarnation wieder auf diese Fähigkeit zurückzugreifen, nämlich mit dem passiven Bewusstsein der materiellen Stofflichkeit zu kommunizieren. Hier sei allerdings auch darauf hingewiesen, dass die jeweilige Zeit eine wichtige Rolle spielt. Konkret, dass es in den letzten Jahrtausenden zunehmend schwieriger wurde, entgegen der Qualität der Zeit dennoch diese geistige Fähigkeit aufrechthalten zu können. Das operative Bewusstsein. Was das operative Bewusstsein betrifft, ist zunächst das alltägliche Wachbewusstsein damit gemeint. Hier agiert vornehmlich das operative Ego mit seinen Richtigkeiten. Noch ein Frosch. Aus welchen Bezogenheiten sich allerdings diese Richtigkeiten zusammensetzen, würde ein eigenes Buch füllen. Hier seien nur insofern Andeutungen gegeben, als es sich von außen her vor allem um die komplexe Summe der Informationsfelder handelt, die über die persönliche Lebenserfahrung entstanden sind. Sprich, solche aus dem kollektiven und sozialen Umfeld, in denen man gerade lebt. Aber auch solche aus der Kindheit und der stark prägenden Jugendzeit. Unbedingt sei hier die Bedeutung des geistigen Wachstums angesprochen, die möglicherweise in einem Leben voranschreiten kann. Von innen her sind noch recht gut die Bezogenheiten bekannt, die über die Genetik in einem menschlichen Leben eine Rolle spielen. Weniger oder kaum bekannt sind die karmischen Verflechtungen aus Hinterlassenschaften, die von vorher lebenden Menschen einen noch astral zu behandelnden Stoff halten, wobei es relativ zweitrangig ist, ob solche astrale Hinterlassenschaften unmittelbar aus seelenbezogenen Inkarnationen stammen, die nennen sie Müll, oder aus entsprechenden seelischen Kollektiven. Eine wichtige Größe, die letztlich einen entscheidenden Einfluss auf das operative Bewusstsein hat, stammt aus dem höheren Selbst. Es geht dabei um die persönliche Beteiligung an höherdimensionalen Seelenprogrammen, was der Masse der Zeitgenossen in unserer westlichen Kultur faktisch unbekannt ist. Doch dazu später ausführlicher. Das Unterbewusstsein. Dieser Begriff aus der Wissenschaft der Psychologie umfasst alle Kräfte und Informationen, die aus dem agierenden Oberbewusstsein ausgelagert sind, aber ständig präsent in die neue Lebenssituation, sich nach oben drängen, um dem operativen Bewusstsein zur Verfügung zu stehen. Es ist auch bekannt, dass insbesondere die Traumwelt substanziell mit dem Stoff aus dem Unterbewusstsein gefüttert wird. Gespeichert ist dieser Stoff auf einer Art vitaler Festplatte, in der spirituellen Terminologie auch Zeitkörper genannt. Dank des alten Wissens der Maya kennen wir die mathematische Ordnungsstruktur dieses Zeitkörpers, die über die Zahl 260, 13 und 20 definiert ist. In diesem Zusammenhang sei kurz erwähnt, dass im Wechselbezug zur Zeit diese 260 Speicherzonen, die die Informationen des Unterbewusstseins halten, ständig über 260 Tage rollend nacheinander aktiviert werden. Damit ist eine Automatik im Fluss der Zeit aktiv, die die vorhandenen Informationen nacheinander durchmoduliert. Somit kann jedes vorübergehend abgelegte Informationsmuster im Fluss der Zeit immer wieder neu aktiviert und transformiert werden. Die Zeit bietet, Die alten Ägypter hatten eine schöne Symbolik. Jetzt sind wir auf Seite.
in ihrem weisen Verständnis um das Todesgeschehen benutzt. Die berühmte Seelenwaage, die nach dem Tod die Qualität des Seelenzustandes feststellt. Dieses Bild ist sehr realitätsbezogen, da der Zeitkörper, der als ein Speicher anzusehen ist, die Abdrücke des operativen Bewusstseins als Essenz der Inkarnation hält und diese vom Ätherkörper hinüber auf die andere Seite getragen wird. Damit kommt das entsprechende Seelenergebnis für das nun folgende Jenseits auf die andere Seite. Aufgrund der Qualität dieses Lebensschatzes wird er entweder weiter bearbeitet oder bei entsprechender heiler Qualität als unmittelbare Ergebnisqualität zur Essenz des Geistwesens. Sind es desaströse Energien und Informationen, die als Essenz der Seele aus dem vergangenen Leben anhaften, können sie ausgesondert werden, sobald die andere Seite erreicht ist. Zeigt die Seelenwaage jedoch höchste Reinheit und ausreichende Entwicklungsstufe innerhalb der Inkarnation an, wird die Seele unmittelbar aus der Frequenz der materiellen Zone aufsteigend heraustreten. Kleine Übergangsschritte sollen hier nicht näher behandelt werden. Das war ein ganz, ganz leiser Frosch. Die christliche Lehre spricht hier von den Heiligen, die Esoterik von aufgestiegenen Meistern. In anderen alten Traditionen sind ebenfalls Kenntnisse hierüber bekannt. Jesus hat gesagt, dass der Einzige, das, was überhaupt heilig sein kann, das ist Gott. Ja, das sind Jesus-Worte. In anderen Traditionen sind ebenfalls blablabla. Interessant in diesem Zusammenhang ist die buddhistische Weisheit, die als unmittelbare Zielvorstellung formuliert, durch ein entsprechend achtsam geführtes Leben den Kreislauf der Reinkarnation für immer zu verlassen, also nicht mehr in den Prozess einer Inkarnation hineinzugehen. Was hier auch erwähnt sein sollte, ist der in vielen alten, unter anderem matriarchalen Traditionen beschriebene Hinweis, dass Göttinnen, Priesterinnen, eine solch entwickelte Seelenentfaltung eines Geist-Seele-Fraktals über verschiedene Abgründe geleiten, um ihr aus dieser gefallenen Zone herauszuhelfen. Klammer auf, Beispiele in griechischen, keltischen, ägyptischen Mythen zuhauf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Patriarchale Traditionen sprechen vielmehr davon, dass der Mensch sich schon zu Lebzeiten Führer hier auf der Erde suchen müsse, am besten die gottgegebenen Vertreter der eigenen Kirchen oder sogenannte Gurus anderer Kulturen. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten hinsichtlich ideologisch geprägter Programme, zumal spirituelle Realitäten existieren, die von der Mitwirkung von unserer Seite aus sicher nicht abhängig sind. Das heißt nicht, dass über Rituale oder andere magische Handlungen jenseitige Prozesse in realer Weise unterstützt werden können. Hier will an dieser Stelle grundsätzlich artikuliert werden, dass auf dieser Seite wertvollste Orientierungshinweise verschiedentlich angeboten wurden und auch noch werden, die insbesondere dem Übergangsprozess dienlich und hilfreich sind. Allerdings sei vor jeder institutionellen religiösen Praxis gewarnt, da vor allem über die Macht religiöser Instrumente unglaubliche Abhängigkeiten, blockierende Ängste und regelrechte Behinderungen in der Entwicklung innerhalb des Lebens bewirkt werden können. Es gilt nachhaltig die Empfehlung, eine kritische Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln, Geister scheiden zu lernen. Was einen solchen Schritt eines Geist-Seele-Fraktals nach dem Tode nach oben betrifft, ob nun von Heiligen oder von aufgestiegenen Meistern die Rede ist, kann grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass solche Bewusstseinsstufen in der Tat die Materie gemeistert haben. Das bedeutet, dass sie innerhalb ihrer Beteiligung an der polaren Bühne der materiellen Formenwelt einen hohen Schritt der Geist-Entfaltung
über das individuelle Seelenfeld erreicht haben. Das individuelle Bewusstseinsfeld nimmt in Folge auf einer nächsthöheren Ebene seine Position ein. Der philosophische Begriff des Übermenschen hat hier seinen Platz. Konkret bedeutet es, dass ein solches Bewusstsein keinen biologischen Körper mehr braucht, um als individueller Schöpfergeist tätig sein zu können. Gleichzeitig steht einem solchen Bewusstsein das höhere mentale Feld zur Verfügung, wohingegen das niedere mentale Feld mehr vom Bewusstsein im Zustande der Bewusstlosigkeit, wie dies üblicherweise während der Inkarnation der Fall ist, bedient wird. Die Stufe der Geist-Seele-Entwicklung ist zwar noch nicht wirklich abgeschlossen, bedarf aber für ihre weitere Entwicklung nicht wirklich mehr der materiellen Hilfsbühne. Ein solches Geistindividuum nimmt somit in der Zone Platz, wo biblisch die Seraphim zu Hause sind, und kann auf diese Weise direkt an der Schöpfung gestaltend mitwirken. In einzelnen Fällen können solche entwickelten Geist-Seele-Identitäten auch Entscheidungen treffen, freiwillig, also ohne karmische Zwänge, in diese materielle Formwelt zurückzukehren, dort wieder zu inkarnieren, um unmittelbar im Außen, in der Zone der Bewusstlosigkeit, den dort in ihrer Entwicklung befindlichen Geist-Seele-Aspekten in einer bestimmten Zeit zu Hilfe zu kommen. Solche Inkarnationen hat es zu allen Zeiten gegeben, insbesondere auch heute. Sie sind aber sicherlich auf dem ganzen Erdenrund nicht mehr als in einer zweistelligen Zahl jeweils präsent, schön verteilt in allen Kulturen und Völkern. Sie sind keine Avatare, für sie wird allerdings häufig der Begriff eines Avatars verwendet. Sie können bestenfalls als avatarische Inkarnationen bezeichnet werden. Was solche Inkarnationen betrifft, können sie in einzelnen Fällen schon während ihres Lebens substanzielle Richtungsimpulse auf der Erde auslösen. Meist wird ihr Wirken erst nach ihrem neuerlichen Ausscheiden verstanden. In der Regel ist dies auch ihre Absicht, da sie für ihr Wirken nicht in die mächtigen Ego-Konflikte der Erdenmenschheit hineingezogen werden wollen, um in ihrer bewusst gewählten Inkarnationsabsicht nicht blockiert zu werden. Warum diese Entscheidungen solcher entwickelter Geist-Seele-Einheiten als so großartig anzusehen sind, erklärt sich aus der Tatsache, dass sie sich freiwillig eine solche mühsame Zusatzrunde antun, um im wahrsten Sinne des Wortes einen höchsten, wirklich selbstlosen Liebesdienst für andere in der Entwicklung befindlichen Geist-Seele-Fraktale zu leisten. Der direkte Weg nach unten. Mit diesem Thema wollen wir sehr vorsichtig umgehen. Weil gerade über die patriarchalen Religionen unglaubliche Missverständnisse und Ängste entstanden sind. Was diesen Komplex betrifft, bedarf es hier tiefer Einsicht und Klarheit. So wie die Seelenwaage nach oben zeigen kann, so kann die Seelenwaage auch nach unten zeigen. Wie vorhin schon angedeutet, besteht die Problematik der Inkarnation in der Gefahr, sie in dem Zustand der Bewusstlosigkeit vollkommen falsch zu nutzen. Das heißt, die Seelenfülle, die der Zeitkörper aufsammelt und speichert, ist alles andere als für weiteren Gebrauch der Entwicklung verwendbar. Daraus entsteht eine Folgewirkung, die man mit einer Aussonderung aus einem laufenden Entwicklungsprozess beschreiben kann. Und hier gehen gleich die Sichtweisen auseinander. Hier gibt es auf der einen Seite religiöse, aber auch spirituell-philosophische Hinweise, die von einer Hölle sprechen, in die solche Geistwesen abstürzen würden und für immer verloren seien.
Zudem gibt es im Laufe der letzten Jahrtausende eine Fülle von Beschreibungen, die nur zu plastisch die jeweiligen Höllen und Grausamkeiten auszuschmücken verstehen. Auf der anderen Seite mehren sich gerade in der neuen spirituellen und ganzheitlichen wissenschaftlichen Forschung Hinweise, dass es eine Hölle so nicht gibt, nicht geben könne und in Jahrtausende alten matriarchalen Kulturen nie gegeben hat. Was kann zu diesen divergierenden Meinungen aus geistiger Einsicht klärend eingebracht werden? Eine ewige Hölle mit ewiger Verdammnis kann es in einer göttlichen Liebesbühne nicht wirklich geben. Das ist ein Widerspruch in sich, was im Grundverständnis einer göttlichen Dimension verstanden werden kann. Würde auch nur ein einziger Aspekt der Urquelle verdammt werden, verloren gehen, könnte von einer göttlichen Liebesdimension nicht wirklich mehr gesprochen werden. In diesem Zusammenhang sei an Frau Holle erinnert, die vorgermanische Unterweltsgöttin Hel oder Hella, die in der christlichen Hölle zum Urbild des finsteren, dämonischen, schlechten an sich wurde. Im alten Kult war sie aber als Erd- und Unterweltsgöttin das Urbild des guten, fruchtbaren, gerechten, mütterlichen, so wie uns die märchenhafte Frau Holle noch erscheint. Frau Holle, was zur Hölle ist los mit Halle? Habe ich doch letztens erst gefragt. Einführung der Lektoren, in Klammern. Trotzdem soll davor gewarnt sein, wenn heute allzu leichtfertig ausgeklammert wird, dass es nach dem Tode keine größere Problematik geben würde. Das ist sicher unrichtig. Zu allen Zeiten herrschte darüber Klarheit, dass das Wie des konkreten Lebens auf das Danach eine entscheidende Auswirkung hat. Weil die kosmischen Tage als jeweilig einzeln verlaufende Geschehnisse noch miteinander vertikal verflochten sind, verschneiden sich Bereiche anderer kosmischer Zyklen mit jenen, in denen unser Geschehen läuft. So gab es schon in anderen Zyklen beachtliche Abstürze, wo bestimmte Geistwesen in einem bestimmten Entwicklungsstadium in dem jeweilig laufenden Prozess nicht mithalten und somit auf einer bestimmten Stufe gefangen blieben. Die in der spirituellen Forschung sogenannten Nachzügler hielten allerdings ihren eigenen bestimmten Frequenzbereich, von dem aus sie in verschiedene Verläufe aktueller Schöpfungsgeschehen hineinwirken konnten, auch in unseren kosmischen Tag hinein. Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt zumindest schwerpunktmäßig ihre schöpferische Gewichtung in der mittleren der drei Rahmenzonen, der Zone der mentalen Frequenz. Hier wird auch von den gefallenen Mentalgeistern gesprochen. Sie verfügen über beachtliche Möglichkeiten, als Versucher in mentale Bereiche hineinzuwirken, ganz besonders in jene der menschlichen Spezies, die hinsichtlich ihrer Unterscheidungsfähigkeit zwischen wertvoll und richtig von mangelhaft und falsch noch unterentwickelt sind. In solch massiv dunklen Zonen, in denen sich entsprechend halbbewusste Geistwesen während eines Großzyklus der Zusammenschluss vieler kosmischen Tage zur nächsthöheren Ganzheit interimistisch aufhalten müssen, existieren Realitäten, die wahrlich als höllisch beschrieben werden können. Solche Nachzügler haben Bewusstsein und psychisches Befinden. Sie agieren mit einem entsprechenden Identitätsfeld aus Zonen heraus, in die auch extrem negative Inkarnationen nach dem Leben mit ihrem Seelenzustand abgleiten können. Somit reihen auch sie sich in die Kategorie der Nachzügler ein. Das bedeutet, dass sie irgendwann wieder in den Rückkehrkreislauf zur Quelle und in die göttliche Ganzheit eingebunden werden, allerdings nicht direkt in dem Verlauf des aktuellen kosmischen Tages. Und dieses im Jetzt möglicherweise nicht mitgehen zu können,
dürfte die Religionen bewegt haben, den Menschen mit einer bedrohlichen ewigen Hölle, höchste Gefahr, als Konsequenz aus einem falschen Leben anzudrohen. Immerhin gibt es auch spirituelle Ansichten, die eine andere Perspektive zeigen, dass nämlich gerade die materielle Zusatzschöpfung dazu intendiert war, früheren gefallenen Geistern die Möglichkeit zu bieten, in diesen Rückkehrkreislauf einzusteigen, womit dann auch von einer Nachschöpfung gesprochen wird. Dies ist insofern interessant, da hier Hinweise existieren, dass über die Kristallisation des Lichtes in die materielle Stofflichkeit eben alle diese gefallenen Geistaspekte eingefangen werden sollten, um über den Weg des Menschen, also den adamischen Kreislauf, wieder zurück zur Quelle gelangen oder sich entwickeln zu können. Eine weitere Perspektive zeigt auf, dass es ständig nachfolgende Prozesse gibt, in die einerseits Nachzügler aus früheren Zyklen in einen aktuellen einsteigen, andere dafür Gefahr laufen, in einem Zyklus zurückzubleiben. Allein die Tatsache einer Wartefrist, bis wieder eine neue Möglichkeit genutzt werden könnte, wurde womöglich als Höllenzustand angesehen. Es gibt zweifelsfrei Stagnationen in der Geist-Seele-Entwicklung, die mitunter sehr leidvoll sein können. Mit einem entsprechenden Leben werden Abstürze dorthin ausgeschlossen. Was ist nun mit der überwiegenden Mehrheit der Geist-Seele-Fraktale, wenn sie einen Lebenszyklus verlassen und in den darauf folgenden Ergänzungsprozess übertreten? So viel kann gesagt sein. Dieser substanzielle Teil einer Inkarnation, nämlich das Komplementär zum Leben im darauf folgenden Jenseits, hält unterschiedliche Erfahrungen für diese Seelen bereit, auch solche, die alles andere als vergnüglich sind. Nicht umsonst spricht der Islam von den nachfolgenden 7 Himmeln und den 7 Höllen, die wahlweise auf den Menschen im Jenseits warten. Unabhängig aber davon, welche Sichtweisen zum Thema Hölle aufgetaucht sind und unabhängig davon, was da alles unrichtig oder richtig ist, wollen diese Informationen den Menschen im Wesentlichen vermitteln, dass das Wie des Lebens von substanzieller Bedeutung für das Danach ist. Was heute gerne in esoterischen Kreisen verlautet wird, dass alles gleich im Leben wäre, ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Es ist zwar richtig, dass in jeder menschlichen Situation, wie falsch und unmöglich sie auch immer laufen mag, eine substanzielle Umkehr möglich ist und die Seele letztlich aus diesen Erfahrungen heraus genauso vielleicht sogar einsichtiger und reifer in ihrem Bewusstsein werden kann, wie auf einer direkten heilen Schiene. Dies setzt aber voraus, dass sie irgendwann im Leben bereit zu diesem Korrekturschritt ist, was allerdings nicht alltägliche Praxis zu sein scheint. Eine Frage, die hier relevant ist, ist die Frage nach der zeitlichen Dauer solcher Klärungsprozesse im Nachher. Wenn auch Zeit hier nicht die Bedeutung im irdischen Sinne hat, so handelt es sich dennoch um Prozesse, die eine Dauer haben. Des Weiteren ist die Frage relevant, wann denn eine solche individuelle Geist-Seele-Identität nach dem Klärungsprozess in die nächste Inkarnation gehen kann. Hier wird der komplexe Bereich der Reinkarnation angesprochen, der uns im Folgenden zwingend beschäftigen muss. Zunächst aber noch zur Fragestellung hinsichtlich der Dauer des Klärungsprozesses selber. Es gibt Hinweise, die grundsätzlich dem nachfolgenden Klärungsverlauf eine Drittelzeit des gelaufenen Lebens zuschreiben. Selbst wenn dies der Realität entsprechen sollte, ist nicht so sehr die Dauer als die darin befindliche Intensität von Bedeutung. Da diese Klärungszone vor allem in der Astralfrequenz angesiedelt ist, verläuft sie gleichzeitig noch
mit dem zeitlichen Geschehen auf der äußeren Bühne und ist mit diesem verwoben. Fast alle religiösen und spirituellen Traditionen, wenn auch unterschiedlich, gehen von der Sichtweise reinkarnativer Abschnitte aus. Hier ist eher jene Betrachtung vorzuziehen, die darauf hinweist, dass eine Folgeinkarnation nur dann gewählt wird, wenn eine entsprechende Rahmenbedingung für einen wichtigen Entwicklungsschritt im Außen gegeben ist. Die Problematik der Reinkarnation. Es gibt kaum ein spirituelles Thema, das verworrener ist als der Komplex der Reinkarnation. Zunächst sei auf die drei unterschiedlichen Grundsichten aufmerksam gemacht. Die materialistische Betrachtung der Einmaligkeit, der nur rein zeitquantitativ bedingten Existenz, vorher nichts und nachher nichts, kann mit Sicherheit als mentales Produkt innerhalb der Wahrnehmungsbegrenztheit der letzten Epoche unbeachtet bleiben. Aufmerksamkeit sollte der christlichen religiösen Aussage, dass jeweils nur eine neue Seele von Gott geschaffen inkarnieren darf und dann sich seiner würdig erweisen muss, wie auch der spirituellen Sichtweise, dass die Seelenentwicklung über mehrere hintereinander folgende Inkarnationen laufe, geschenkt werden. In dieser letzten Variante gibt es viele Spezifikationen und Besonderheiten in den religiösen Traditionen. Was die christliche Theologie, auch hier müsste man noch die unterschiedlichen Theologien genauer ausführen, hinsichtlich dieser Frage im 5. und 6. Jahrhundert glaubensdoktrinär festgelegt hat, ist nachweislich massiv beeinflusst worden vor dem Hintergrund machtpolitischer Interessenkonstellation. In den ersten christlichen Jahrhunderten des Frühchristentums war ein noch antikes Vorstellungsmuster von Reinkarnation lebendig. Ja, selbst im Neuen Testament finden sich etliche Spuren in dieser Hinsicht. Dass die christliche Einmaligkeitssichtweise einer Inkarnation mit Sicherheit so nicht stimmen kann, lässt sich primär empirisch erfassen. Bei einem sogenannten gerechten Gott hätten nur gleiche Rahmenbedingungen für solche Einmaligkeiten für jede einzelne Seele gegeben sein können. Da das aber deutlich nicht der Fall ist, kann diese Sichtweise nicht stimmen. Wenn sie stimmen würde, dann hätte ein zutiefst ungerechtes Wesen von einem Gott das Kommando inne, was wohl unmöglich ist. Wer die unterschiedliche Einstiegssituation der Menschen nur am Rande beachtet, muss ihre Kausalität hinterfragen. Es ist hier nicht der Ort, eine intellektuelle Auseinandersetzung über die christliche Auffassung von Reinkarnation zu führen. Ein Hinweis will aber erlaubt sein, der eine ganz andere Ursache für die Veränderung des antiken Glaubensmusters zum Thema der Reinkarnation vermuten lässt. Nämlich schlicht und einfach die Tatsache, dass das antike und das heute in der Esoterik weit verbreitete Vorstellungsmuster der linearen Reinkarnation so sicher nicht stimmen kann. Die Reinkarnation ist weitaus komplexer als nur das Wiederkehren des menschlichen Egos in der Vorstellung zu haben. Und hier hat das Christentum recht, wenn eine solche Sicht verweigert wird. Erst die heutige Entwicklungsstufe des operativen Intellekts lässt hinsichtlich des Phänomens der Reinkarnation folgende Erkenntnis heranreifen: dass die Seele im eigentlichen Sinne als keine kompakte Entität anzusehen ist, sondern eher als ein offenes System einer übergeordneten Ganzheit, in der viele individualisierte Bewusstseinsaspekte, ähnlich wie in einem komplexen Computernetzsystem, ineinander verflochten
zusammengehören und ihre Rolle für ein sich entwickelndes, viel größeres Ganzes einbringen, ohne dass damit die Souveränität und Eigenständigkeit der einzelnen Aspekte verloren geht. Hier reichen wir an die Verständnisgrenze eines Paradoxes heran, mit dem üblicherweise der linear eingegrenzte menschliche Verstand überfordert ist. Aus der übergeordneten Seelenganzheit, die ihrerseits wieder mit unglaublich vielen anderen Seelenganzheiten integral verflossen agiert, treten die einzelnen souveränen Aspekte in den Kreislauf der Inkarnationen, in den Ablauf der Zeitraumdimension ein oder richtiger formuliert heraus. Hier artikulieren sich individuelle Fokusse, die ihren Weg der Entfaltung und/oder deren Heilung eröffnen. Mit dem folgenden komplementär in dem darauf folgenden individuellen Jenseitsprozess wird ein solcher Schritt abgeschlossen. Der daraus resultierende Entwicklungseffekt ist zum einen dem individuellen Bewusstseinsaspekt unmittelbar in seiner Entwicklung dienlich, wie auch uneingeschränkt ihrer übergeordneten Seelenganzheit, die damit den Schatz bekommt, den der einzelne Aspekt erreicht hat. Tritt also in Folge ein neuer Geistaspekt einer übergeordneten Seelenganzheit in eine Inkarnation, so ist es aus der Perspektive der Seelenebene irrelevant, welcher Aspekt es genau ist. Jeder hat 100% Zugang zum Bewusstseinsstandard des Ganzen, wenn notwendig auch zu Standards jener Seelenaspekte, die unmittelbar in einer direkten Seelenverflechtung mit anderen individuellen Seelenganzheiten auf einer höheren Ebene bezogen sind. Es soll damit angedeutet werden, dass die lineare Vorstellung der Reinkarnation grundsätzlich problematisch ist. Richtig ist auf jeden Fall, dass jeweils alle aktuellen Inkarnationen in Bezug zu vorherigen individuellen Ausdrucksformen der Seelenebene stehen und mit ihnen verflochten sind. Zweifelsohne kann in diesem differenzierten Gesamtverständnis unsere Wirklichkeit richtiger erfasst werden als in den überwiegend doktrinär artikulierten christlichen Glaubenslehren hinsichtlich der reduzierten Einmaligkeitslehre der Inkarnation. Nach dem Stand der heutigen menschlichen Erkenntnis ist zu sagen, dass es relativ irrelevant, ob nun eine direkte Reinkarnation eines Geist-Seele-Aspektes oder eine Inkarnation eines anderen individuellen Geist-Seele-Aspektes unmittelbar aus der Ganzheit der Seelenebene kommend stattgefunden hat. Sicher gibt es beide Möglichkeiten, regelrechte Reinkarnationen wie inkarnative Einzelaspekte aus der Seelenverflechtung heraus. Zusammenfassend sei gesagt, dass es zum einen die Möglichkeit gibt, für aufgestiegene Geist-Seele-Aspekte aus Liebe zurückzusteigen in diese Entwicklungszone der materiellen Ausdrucksbühne und dort wieder helfend und impulsgebend zu inkarnieren. Ich bin nur wegen der Musik hier. Dass es zum anderen auch die Möglichkeit direkter Reinkarnationen gibt, die als Komplementärinkarnationen anzusehen sind, als Inkarnationen, wodurch eine vorhergehende Verweigerung, wie das etwa bei einem Suizid auftreten kann, die betroffene Geist-Seele-Zelle sich gezwungen fühlt, ihre vorbestimmte Rolle und Aufgabe nachzuholen.
Eine solche Komplementärrolle kann allerdings auch eine andere Geist-Seele-Identität erfüllen, womit in diesem Buch dieses Thema ausreichend behandelt sein will. Des Weiteren aufschlussreich ist eine Sichtweise, wo schlussendlich eine Geist-Seele-Individuation nach ihrer erfolgreichen Behandlung im Bardo, im Kamaloka bzw. im Fegefeuer einen Entwicklungsstandort einnimmt, der ihr zwar eine weitere Inkarnation eröffnet, welche möglicherweise aber in einem anderen Raum-Zeitkomplex stattfindet, nicht mehr auf dieser Ebene, sondern in einer anderen Realität, einer Stofflichkeit, zum Ausdruck kommt. Abschließend sei aber nochmals hingewiesen, eine Reinkarnation eines operativen Egos gibt es nicht. Das persönliche Gericht nach dem Tode, Nudeln mit Tomatensoda, hat eine beendete Inkarnation, den eher schwierigen Teil des Übergangs durchlaufen und der Prozess der Klärungszone seinen Lauf begonnen, kann nicht wirklich mehr von einer armen Seele gesprochen werden. Diese Bezeichnung sollte eher für jene Aspekte vorbehalten bleiben, die als die hängengebliebenen, als die erdgebundenen Seelen zu verstehen sind. Während des beschriebenen Übergangsprozesses wird die Essenz der Inkarnation aus der Erdfrequenz gelöst, wodurch bereits für das betroffene individuelle Bewusstsein eine Art Primärempfinden über das gelaufene Leben entsteht. Das aus dem Ablösegeschehen gebildete Panoramabild des Lebensganzen zeigt dem individuellen Bewusstsein bereits eine Grundwertigkeit an, welcher Prozess häufig als persönliches Gericht gedeutet wird. Hier muss aber unbedingt klargestellt werden, dass ein so bezeichnetes individuelles Lebensgericht schon gar nichts mit dem Strafgericht unserer dreidimensionalen Lebensbühne zu tun hat. Ein solches persönliches Gericht ist eine reine primäre Selbsteinsicht, eher ein Grundempfinden, das jenem Feeling gleicht, das ein Mensch wahrnimmt, wenn er erkennt, dass er einem geliebten Menschen tief wehgetan hat, ohne allerdings von irgendjemandem dafür verurteilt zu werden. Ein solches Primärempfinden kann selbstverständlich Reue genannt. Auch auf der Habenseite liegen, also jenem Hochgefühl, gleichen wie dem menschlichen Glücksempfinden, das die Freude ausdrückt, jemandem substanziell hilfreich gewesen zu sein. Grundsätzlich wird hier auch von einer Grundauswertung des Lebenspanoramas gesprochen, die auf der Seelenebene mit der Ablösung des Zeitkörpers von den operativen Körpern in der Übertragungsphase dieses Inkarnationsschatzes in den Astralkörper hiermit stattfindet. Boah. Das persönliche Gericht ist also eine Art Grunddiagnose des individuellen Seelenbewusstseins, das sich nun nach dem Ablegen des Ego-Bewusstseins erwachend seinem Lebenspanorama gegenüber sieht, bei allerdings noch starker Präsenz der Nachwirkungen aus seinem operativen Bewusstsein des Lebens entsteht jene Milderung, die dem Seelenempfinden keinen unvermittelten Schock versetzt. Die erste Diagnose ist also noch stark von dem guten Glauben aus der Inkarnation, dem Wertebewusstsein in seinem Leben bestimmt und erleichtert somit substanziell die anstehende Übergangsphase. Der Klärungsprozess im Jenseits. Ist die Brücke auf die andere Seite überschritten, was recht schnell, aber auch zeitverzögert langsam geschehen kann, beginnt das wirkliche Gericht. Auf der individuellen Seelenebene entsteht nun eine höchste Sehnsucht, ihren Lebensschatz vor dem Hintergrund einer höheren Geist-Licht-Ebene einer Klärung zuzuführen. Dies ist jetzt der eigentliche Prozess, der als Bardo-Zustand, als Aufenthalt im
Kamaloka oder, wie es die christliche Sichtweise benennt, als Aufenthalt im Fegefeuer beschrieben wird. Hier werden allmählich die noch mitgeführten subjektiven Richtigkeiten und subjektiven Illusionen durchleuchtet. Die daraus entstehenden Einsichten und damit verbundenen Empfindungen können als sehr schmerzhaft, aber auch als sehr beglückend wahrgenommen werden, was üblicherweise als Gottesgericht überschrieben wird. Aber auch hier sei nochmals deutlich klargestellt, es tritt niemand auf, um jemanden zu verurteilen. Es handelt sich immer um einen Prozess der Erkenntnis von Seiten der individuellen Geist-Seele-Identität. Dieser Klärungsprozess ist ein im höchsten Sinne angestrebter, weil der individuellen Geist-Seele ein inhärenter Drang zu eigen ist, dem reinsten Licht oder Geistlicht wieder näher zu kommen. So sehr der Ausgangspunkt der Klärung auf der Empfindungsebene liegen mag, so sehr nimmt er zunehmend die Kristallisation auf der höheren Mentalebene an. War zunächst das Trägerfeld für die in der Klärungsdynamik befindliche Geist-Seele-Identität auf den jetzt relevanten Astralkörper angewiesen, der auf dieser Seite den Schatz des Zeitkörpers aus dem Lebensprozess herausträgt, so bewegt sich nun das individuelle Seelenbewusstseinsfeld zunehmend in die Zone des höheren Mentalfeldes. An dieser Stelle konnte nun ein ganzes eigenes Buch eingeblendet werden, das über die speziellen Prozesse der Klärungszone mit verschiedensten Details Einsichten vermittelt. Wenn das hier und jetzt nicht geschieht, soll damit auch zum Ausdruck gebracht sein, dass es nicht so wichtig ist, allzu viele Details im Auge des Verständnisses zu beleuchten. Viel wichtiger ist ein Grundverständnis, und hier reichen die gezeigten Zusammenhänge vollkommen aus, um angstfrei dem Komplex des Todes und dem danach zu begegnen. Gleichzeitig sollte sehr deutlich vor dem Hintergrund der vermittelten Einsichten verstanden, erspürt werden, wie wichtig es ist, die Wertigkeiten und Prioritäten des konkreten Lebens dementsprechend auszurichten und zu formieren. Viele alte Traditionen hatten nicht zu Unrecht dem Tod eine so wichtige Bedeutung im Leben zugemessen, was aus ganzheitlicher Sicht von unschätzbarem Wert ist. Nicht umsonst hatten besonders tieffühlige, religiöse Menschen um eine glückliche Sterbestunde gebeten. Dieser schöpferische Wunsch ist eine der scheinbar irrationalsten Weisheiten, die ein Mensch artikulieren kann. Damit setzt sich das operative Bewusstsein selbst eine definierte Abgangsqualität, was allerdings zur Folge haben kann, dass das gesamte Leben auf diesen Bezug hin zusätzlich qualitativ ausgerichtet und justiert wird und damit Optimierungsprozesse des Lebens in Gang kommen, um eben diesem Wunsche zu entsprechen. Denn eine glückliche Sterbestunde ist nichts anderes als eine optimale Übergangssituation. Dies zum einen hinsichtlich des dreidimensionalen Sterbegeschehens selber, als noch viel mehr hinsichtlich des individuellen Seelenschatzes des Lebens, der auf die andere Seite mitgenommen und behandelt wird. Die Rückkopplungen Verstorbener. In allen alten Traditionen, vorwiegend matriarchalen Kulturen der Jungsteinzeit, gab es eine starke Beachtung der Bezogenheit zu Verstorbenen. Verschiedenste Ahnenkulte wie auch Ahnenverehrungen entstanden. Bis in die Neuzeit herein haben die Menschen zumindest noch intuitives Restwissen über die Bedeutung der Verflochtenheit von Seiten der Lebenden mit den Verstorbenen aufrecht gehalten. Und in der Tat sollte darüber Grundkenntnis vorhanden sein. Hinsichtlich dieser Verflechtung muss zunächst gesagt sein, dass es sich immer um Wechselbeziehungen substanzieller Art handelt, sowohl vom Diesseits zum Jenseits wie vom Jenseits zum Diesseits.
Diese sind weitaus größer, als heute üblicherweise angenommen wird. In der christlichen Religion wird dieses Thema grundsätzlich noch gehalten. Leider unvollständig. Zunächst besteht eine unmittelbare Rückkoppelung über die astrale Schiene, weil die Astralwelten mit der Essenz der Verstorbenen gefüllte individuelle Speicher sind, die ihrerseits ein höchst kollektives Netzmuster bilden, wirken sie in die morphische Zone der Erde unmittelbar hinein. Die so gewichtige morphogenetische Zone der Erde ist ein komplexes Feld, das aus verschiedenen Ebenen gespeist wird. Hier hinein steuern zum einen vermittelt über die Gesetze der Zeit die Schöpfungsabsichten, die die evolutiven Rahmenstrukturen auf der Erde initiieren und steuern. Weiters netzen sich die Seelenfäden im dharmischen Sinne in diesen Komplex ebenso hinein wie alle Rückkoppelungen der dreidimensionalen Verläufe und Entwicklungen von der Erde. Ebenso hält die Speicherzone alles unerledigte, noch zu heilende Karma, das unmittelbar aus der laufenden Zeit von den teilnehmenden Individuen innerhalb ihrer Generation geschaffen wurde. Und genau in diesem Gärungsbottich der Erde wirken die astralen Seeleninhalte Verstorbener. Zum einen die wertvollen Leistungen und Errungenschaften früherer Inkarnierter, wie zum anderen natürlich die unheilen Muster von früher Beteiligten. Da es primäre Seelenvernetzungen zwischen früher Inkarnierten und gegenwärtigen Beteiligten gibt, so wie sich dies im sozialen Familien- und Sippennetz im Außen zeigt, liegt es auf der Hand, dass Lebende mit Verstorbenen weiter verflochten bleiben. Was hier beschrieben wird, hat nichts mit dem Problem der erdgebundenen Seelen zu tun. Hier geht es grundsätzlich um einen sehr weiterreichenden, vielschichtigen Komplex. In allen vorpatriarchalen Gesellschaften wurden solche Verflechtungen im sakralen Alltagsleben selbstverständlich gelebt. Die aktive Beziehung zu Verstorbenen war ein Grundverständnis der keltischen Alltagspraxis. Es gibt viele Hinweise, dass Lebende mit Verstorbenen nicht nur verflochten sind, sondern dass tatsächlich von beiden Seiten Hilfestellungen laufen. So können zum Beispiel lebende Verwandte, und das ist nicht nur auf die Blutsverwandtschaft eingeschränkt, mittelbar und unmittelbar auf die Situation Verstorbener helfend Einfluss nehmen. Wenn auch die Prozesse ungleich komplexer als angenommen ablaufen, sind solche Wirkungen in beide Richtungen, also für Lebende einerseits wie für Verstorbene andererseits, von größerer Bedeutung, als es heute üblicherweise beachtet wird. Dies geschieht vor allem durch die Bewusstseinshaltung von Hinterbliebenen, die nicht mehr negative Gedanken gegenüber Verstorbenen aufrecht erhalten, sondern wenn notwendig wirklich bedingungslos verzeihen lernen sollten. Liebevolle und dankbare Erinnerung ist eine weitere energetische Unterstützung für die Verstorbenen, die sich im jenseitigen Bereich in ihren Klärungsprozessen befinden. Selbstverständlich können auch über religiöse Rituale zusätzliche Lichtenergien verstärkt werden, die den Bezogenen hilfreich sind. Hier sollte jeder seine ihm empfundenen Richtigkeiten wählen, die alle ihren Wert haben. Es kommt ja nicht selten vor, dass Vorausgegangene in ihrer inneren geistigen Entwicklung um vieles weiter sein können als jene, die im Jetzt weiterhin in ihren Illusionen gefangen und mehr als hilfsbedürftig sind.
so paradox es klingt. Nicht selten wird solchen Ego-Triplon im Jetzt von der anderen Seite besser geholfen als von diesseitigen Lebensverflochtenen. Die mächtig agierenden Egos auf unserer Seite verweigern sehr häufig wertvolle Informationen aus ihrem Lebensumfeld. Weil aber die andere Seite nicht über die Ego-Schiene mit dem Lebenden korrespondiert, sondern über das Unterbewusstsein, wird von der anderen Seite mitunter weit mehr dazu beigetragen, falsche Illusionen der Lebenden zu korrigieren und aktuelles Bewusstsein anzuheben, als von Menschen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld. Wie es primäre Seelenverflechtungen mit gemeinsamen Aufgaben und Zielsetzungen auf der äußeren Erdenbühne gibt, gilt dasselbe Geschehen auch auf der dreidimensionalen Ebene. Das heißt, über Jahrhunderte, ja, über Jahrtausende können Seelenprogramme über unzählige Generationen im Raumzeitnetz agieren. Die jeweilige Generation ist sozusagen eine Art Kristallisationsknoten, der sowohl die früher Beteiligten im Netz hat, wie auch die neu Involvierten, die auf das laufende Geschehen im Außen sinngebend Einfluss nehmen wollen. Dharma und Karma haben also im jeweiligen Jetzt auf der materiellen Bühne im Außen ihre entsprechende Dynamik, in das eben die Altvorderen ebenso involviert sind wie die später Nachfolgenden. Den operativen Schlüssel halten immer die im Außen Agierenden, also du und ich, gehören in diesem Moment auch dazu. Zusammenfassend gesagt, die Menschen sind mit ihren Vorfahren mehr im Verbund, als es den Menschen üblicherweise gewahr und bekannt ist. So, jetzt mache ich Schluss.